Ja, das ist so meine Geschichte von den Anime. Ja, Naruto. Naruto war auch in der Schulzeit. Wann habe ich mich denn dafür richtig interessiert? Wann habe ich mich für Naruto richtig interessiert? Ah, ich finde es hier schön, wenn es Nacht ist. Viel besser als Tag. Aua. Schon wieder getroffen. Und tschüss. Naruto, ja. Ehrlich zu sein, ich weiß, in der Schulzeit fand ich das nicht so dolle. Das weiß ich noch. Fee, bitte zu mir. Sehr nice. Den Zehner nehme ich auch gerne. Die Pfeile und die Bomben auch. Ich weiß, das fand ich in der... Da war ich, glaube ich, in der 6. Klasse. Da mochte ich Naruto auch gar nicht. Ich weiß aber, glaube ich, gar nicht, warum ich es auf einmal mochte. Warum mochte ich Naruto auf einmal? Ich meine, es hat wirklich mit Shippuden angefangen. Ich habe den Anime Shippuden gesehen. Ja, genau. Ich weiß es wieder. Klar. Habe ich Shippuden gesehen und da habe ich auch das erste Mal erfahren, dass es im Internet Streams gibt, die die japanischen Folgen ausstrahlen mit deutschen Untertiteln. Und da war gerade der Hebi-Arc. Sie entwickeln Fantasie, um an das zu kommen, was sie wollen. Kriminalisten dagegen sind langweilige Sesselpuper. Sie sind neidisch auf uns, denn uns gehört die Vision. Ich danke dir für den Follow, Berkay. Vielen lieben Dank. Ich dachte, ich laber dich voll zu. Du hast dich als würdig erwiesen, bis hierher vorzudringen. Auserwählter. Stelle dich deiner letzten Prüfung. Ich hoffe, ich laber dich nicht zu sehr voll. Also wenn dich das nicht interessiert, dann sag das. Aber ich bin gerade so schön im Redefluss. Das passiert bei mir öfters. Da ich so sehr stark im Redefluss bin. Aber ich meine, es war der Hebi-Arc von Sasuke. Und ab da habe ich, glaube ich, dann alle Naruto-Folgen nochmal wiederholt. What the hell? Dich habe ich doch Dich habe ich doch getroffen. Ernsthaft? Ernsthaft? Das hatte ich noch nie. Sieben Pfeile, wow. Ja, die geile Sub-Animation. Warum stirbt er nicht? Was ist falsch mit dir?
So, diesmal hast du mich nicht erwischt, Arschloch. Ja, das war, glaube ich, der Grund, der Hebi-Arc. Den fand ich halt so geil. Aber davon habe ich nicht den Manga, das weiß ich. Komm. What the hell? Ich brauche Pfeile, danke. So, und jetzt stirb. Hast du eine Switch? Nee, habe ich leider nicht. Nenne ich gleich den Grund. Der Weg hat sich soeben aufgetan. Auserwählter. Was dich von nun an erwartet, ist das Schicksal, das du selbst gewählt hast. Schreite aufrechten Hauptes voran. Der Herzcontainer. So, eine Switch. Ne, habe ich leider nicht. Aus folgendem Grund. Die ganzen Spiele, die es jetzt für die Wii U gab, die ich mir da gekauft habe, mit DLCs und sowas, die werden jetzt halt alle für die Switch... Oh, dein Internet ist gerade abgekackt. Das ist scheiße. Wenn Internet weg ist, immer scheiße. Ich finde den Ort so geil. Das war der falsche. So, jetzt passt es wieder. Dieser Router ist kein Ehrenmann. Immer diese Router. Furchtbar. Und da ist das goldene Tor. Nee, ich habe halt keine Switch. Gut gemacht, Link. Es hat den Anschein, als hätten die Götter dich als Helden anerkannt. Aber glaube nicht, dass deine Prüfungen damit beendet wären. Sobald du durch das Licht trittst, das du vor dir siehst, und einen Fuß in die Welt dahinter setzt, beginnt erst deine wahre Prüfung. Bist du bereit, Link? Ja, Switch habe ich, wie gesagt, nicht. Jetzt fange ich das dritte Mal an. Auf der Wii U wurden halt sehr viele Spiele released mit DLCs und sowas, die ich mir halt geholt habe. Die jetzt alle auf der Switch nochmal als Vollpreistitel gebracht werden. Und das fand ich dann für einen Wii U-Spieler, also der sich eine Wii U geholt hat, die Konsole, finde ich das ein bisschen asozial gegenüber von Nintendo. Wenn die jetzt sagen würden, ja okay, Wii U ist ein Flop, sendet die ein, was weiß ich, mit den Spielen, die ihr habt, legt einen Aufpreis von 300 Euro, sag ich mal, oder je nachdem, wie viele Spiele du hast, halt einen Aufpreis drauf, oder du bekommst eine Switch mit den ganzen Spielen, die du da drauf hast. Dann würde ich sagen, hey, coole Aktion, mach ich.
Aber so habe ich mir dann gedacht, ja, nee, tut mir leid, dann hole ich mir keine Switch, weil das ist, weil ich mich halt ein bisschen verarscht fühle. Du möchtest mich bestimmt fragen, wo wir hier eigentlich sind, nicht wahr? Bedauerlicherweise fehlt uns jetzt die Zeit für lange Erklärungen. Aber sobald du mit dem Gegenstand, den du in diesem Schloss gefunden hast, Ganon bezwingst, wirst du von selbst alle Antworten bekommen, nach denen du suchst. Habe Vertrauen in meine Worte und wage dich in das Innere des Schlosses. Die Kraft, der du dich habhaft machen sollst, wartet hier in diesem Schloss auf dich. Betritt mutig das Schloss und sei frei von jedweden Zweifeln. Hier ist das noch ein bisschen krasser. Hier haben die Farben noch ein bisschen, im Gegensatz zum GameCube-Teil, haben die Sachen hier noch ein bisschen Farben bekommen. Im GameCube-Teil war das wirklich so, da sah hier wirklich alles grau aus. Aber hier kannst du wenigstens noch ein bisschen Farben erkennen. Na, hier. Na, kriege ich die 2000 Rubine hin? Ja, das könnte hinkommen. Komm, noch ein Rubin. Sehr schön. Ja, stimmt schon. Das ist schon kacke. Ich habe zwar eine Switch, aber kauf mir nicht Mario Kart 8 oder Bros. U. Als Remake, Nintendo übertreibt mit den Remakes und auch krass im Moment, ja. Ich habe halt einen Grund. Wenn, ich sag mir mal so, ich bin ich bin Super Smash Bros. Fan. Das für den Utah habe ich mir jetzt nicht geholt, weil. Weiß ich eigentlich gar nicht warum. Ich glaube, da war es schon abzusehen, dass die Wii U nicht mehr lange durchhält. Deswegen habe ich mir den Wii U-Teil nicht geholt. Aber den Switch-Teil würde ich mir holen, wenn es einen Story-Modus geben würde. Weil dann bin ich zu sehr gehypt auf das Spiel. Obwohl ich dann immer noch sauer wäre. Ja, werde ich sehr wahrscheinlich dann auch so machen. Aber nur, wenn es halt auch wirklich sich, wo ich mir sage dann, dass es sich lohnt. Genau, falls ein Story-Modus kommt. Nun, Link, hier darfst du dir mal selber ein bisschen das Köpfchen verrenken. Das, weswegen du hergekommen bist, verbirgt sich hier irgendwo in diesem Schloss. Du musst allerdings einen Eingang zum Untergeschoss finden. Dieser Eingang wird aber durch eine schwere Tür versperrt, die zur Abwehr von Feinden dienen soll. Du musst also offensichtlich irgendwo etwas tun, damit sich diese Tür öffnet. Weißt du, wovon ich spreche? Gut, ich bin mal nicht so. Ich gebe dir sogar einen kleinen Tipp. Die Lösung des Rätsels hat etwas mit der Form des Wappens zu tun, das du hier überall siehst. Das finde ich einfach auch geil, wie die einfach keine Kollision haben. Ah, das ist die Barriere. Aua. Genau 2000 Rubine. Schick. Also von der letzten Nintendo Direct, die ich gesehen habe, da wurden ja auch wieder ein paar Switch-Spiele angekündigt. Da gibt es ein Remake von einem GameCube-Teil von Final Fantasy Crystal Chronicles. Generell bin ich, habe ich nicht viele Final Fantasy Spiele gespielt, halt nur die für die GameCube Teil. Und das Spiel fand ich halt
megamäßig cool. Ja, und jetzt bitte. Nee, greifen. Perfekt. Ja, sehr schön. Ja, genau so. Kriege ich es hin, dass ich diesmal da reinkomme? Nein. Okay. Und das wäre vielleicht auch noch ein Spiel, was ich mir dann holen würde. Ich habe mir damals für die Wii U Hyrule Warriors geholt. Das ist halt so das beste Beispiel mit Wii U und der Switch mit den Remakes. Ich habe mir Hyrule Warriors geholt. Ich habe mir die DLCs gekauft. Zwar als Kombipaket, aber trotzdem. Dann habe ich mir die 3DS-Version geholt, damit ich halt die Inhalte vom 3DS auch spielen kann. Ja, und dann hauen die einfach eine Switch-Version raus. Und ich denke mir so, ich habe jetzt die ganzen DLCs gekauft. Ich habe mir das Spiel gekauft. Ich habe mir das Spiel zweimal gekauft, obwohl das nicht ganz stimmt, weil das zweite habe ich geschenkt bekommen. Das 3DS-Spiel. Aber dann habe ich mir auch so gedacht, da habe ich mir auch nochmal die DLCs gekauft. Und jetzt gibt es ein neues. So. Einmal Prinzessin Ruto. Der verwunschene König. Rauru. Saria. Der hat sogar das Triforce-Symbol. Eigentlich müsste er das Symbol des Lichts haben, aber... Ja, Ganon. Darunia. Impa. Und Naburu. Und hier soll es irgendwo auch ein Fenster geben mit Link und Zelda, aber das habe ich bisher noch nicht gefunden. So, gehen wir hin. Zum Master Schwert. Respekt, Link. Hätte nicht gedacht, dass du das durchschaust. Und nun nimm dir das Schwert, das vor dir liegt. Das Schwert, mit dem Ganondorf vom Antlitz dieser Welt verbannt werden kann. Das Masterschwert. Da muss ich ein Foto von machen. Und einmal das. Dann brauche ich das. Und ich glaube, ich trinke einmal Omas Suppe. Um gleich noch mehr Energie zu haben. Ah, sehr schön. Ich schick einen Link, ich schick den Link rein, Link kommt rein. Oh Mann, ja.
Die alten Scherze. Ich finde die Musik aus den Spielen auch, also den Soundtrack finde ich auch unglaublich gut. Also da ist Nintendo echt sehr, sehr gut in vielen Spielen vom Soundtrack her. Du hast das Masterschwert erhalten. Man sagt, der Held der Zeit soll dieses Schwert benutzt haben, um das Böse vom Antlitz der Welt zu verbannen. So, und die Schwertscheide, die kommt immer mit dazu. Das soll wohl automatisch so sein. Hat Nintendo mir erzählt. Weil sich viele gefragt haben, ja, woher hat der denn jetzt die Schwertscheide? Ich liebe diesen Soundtrack. Erstmal die magische Rüstung anziehen. Ah, der ist sofort tot, ey. Erstmal voll viele verloren. So. Ich glaube, ich weiß, warum ich 2000 Rubine brauchte. Gut. Da wollte ich gucken. Eine Totenkopfkette. So, das meins. Ich will einfach mehr Schaden austern. Dafür habe ich einfach mal fast. Ja, doch, habe ich 600 Rubine in den Arsch geblasen. Wie, du stirbst so früh. Na. Sehr gut. Mir ist das auch egal. Ich kann dich auch so besiegen. Solange ich dein Ritterwappen bekomme, ist mir das völlig Schnuppe.
drei Schläge und die sind tot. Ist das nicht toll? Ich habe auch schon Zelda. The Wind Waker HD habe ich als Hardcore-Run mal versucht. Den kannst du bei mir, wenn du willst, auf dem YouTube-Kanal sehen. Den habe ich auch... den habe ich als Let's Play aufgenommen, genau. Hardcore-Run insofern, ich darf keine Tränke benutzen, ich darf keine Feen benutzen. Es sei denn, ich werde von der Story geheilt. Ja, dann nur drei Herzen. Also ich habe keine Herzcontainer genommen und sowas. Keine Feen, keine Tränke, keine Herzen und doppelten Schaden. Genau. Und versucht, ohne Game Over zu sterben. Also ohne Game Over das Spiel durchzuspielen. Was ich allerdings nutzen durfte, war die Barriere. Sobald ich sie bekomme. Danke. Mehr ist mir nicht wichtig. Und ich muss schon sagen, da war ich sehr vorsichtig und es war sehr schwer. Mit der Barriere ging es dann einigermaßen, aber war auch knapp. Was zur Hölle? Aha. Oh, wie geil, da kann man drauf stehen. Das ist ja mega fett. Das wusste ich auch noch nicht. Ah ja, sehr gut. Na los, komm. Das gehört mir. Habe ich 9, sehr schön. Ich will noch gar nicht mit dir kämpfen. Und tschüss. Habe ich jetzt alle? Ja, ich scheine alle zu haben. Okay, dann ist das der letzte. Hier bin ich. Komm, ehrenvoller Kampf. Mann gegen Mann. Kennst du dummer Bockblin? Nee. Das kenne ich jetzt nicht. Dummer Bockblin. Das gebe ich mal nachher ein und guck mir das mal an. Dummer Bockblin. Moment, ich guck mal. Dummer Bockblin.
Den YouTuber meinst du? Also der, der den YouTube-Kanal hat? Ich schau mir den mal an. Wenn es der ist. Videos und so viel Abonnenten? Krass. Das ist echt krass. Nintendo. Werde ich mir auf jeden Fall mal angucken. Keine Umgebungskarte. Werde ich mir auf jeden Fall mal heute angucken. Und gucken, was das so ist. Hier sind wir auf jeden Fall fertig. Haben das Masterschwert und könnten theoretisch jetzt sofort zu Ganondorf. Das Video, okay. Mach ich mir mal unter später ansehen rein. Vielen Dank, werde ich mir auf jeden Fall mal reinziehen. So, was habe ich denn jetzt alles? Ich habe 26 und 10. Das ist sehr gut. Bisschen sammeln. Ich bin am Überlegen, soll ich jetzt schon die große Wirbelattacke lernen oder erst später? Ich könnte eigentlich jetzt, das wäre vielleicht besser. Ich muss da eh noch mal hin. Wegen Omas Suppe. Die möchte ich nämlich gerne voll haben. Obwohl das auch so reicht. Reicht auch so. So, und zu. Was kann ich denn auf See jetzt alles machen? Mal gucken. Ich kann Cyclos machen. Und ein paar Lookout-Plattforms. Ich würde sagen, ich mache zuerst Cyclos. Nein, einmal so. Als allererstes nehmen wir uns Cyclos vor.
Da ist er. Das war daneben. Und tschüss. Sehr schön. Da ist der Unehrenmann. Ah, ich finde den eigentlich ganz cool. Vor allem, wie groß der ist. Wirklich imponierend, Junge. Und jetzt der Klein. Du bist der Erste, der in der Lage ist, meinen sturmschnellen Bewegungen zu durchschauen. Und wie ich sehe, bist du ein wahrer Meister des Windes. Aber bist du auch in der Lage, diesen Bewegungsablauf zu durchschauen? Mir fällt gerade wieder was auf. Ich habe vergessen, ein Foto zu machen. Von Godan. Naja, egal. Du hast den Kanon des Sturmes erlernt. Wirklich imponierend. Ich bin mir sicher, mein kleines Wirbelstürmchen wird bei einem solchen Meister des Windes wie dir bestens aufgehoben sein. Wenn du also schnell wie der Wind das große weite Meer überqueren willst, mach dir mein kleines Wirbelstürmchen zunutze. Tja, ich mache mich wohl besser auf dem Weg nach Hause. Möge der Wind mit dir sein, Junge. So, dann haben wir das. Und einmal dahin, bitte. Badadam, bam, badadam, bam. Kanone des Sturms gelesen. Ja, das ist mir auch schon oft passiert. Ich habe auch schon öfters mal was Falsches gelesen, was da eigentlich stand. Ach ja, ich habe ja Karten. Das habe ich ja schon völlig vergessen. Zwei Karten haben wir bekommen. Einmal die Karte 6, das ist das 6-Augenriff, das erkenne ich sofort. Eigentlich liest du nur falsch. Rio, hi! Alles gut bei dir. Ja, du weißt doch, ich habe ein paar Schwächen mit dem Lesen. Tapseninsel. Ah, genau, das ist Tapseninsel. Zack. Und was habe ich noch? Ein paar zu viele. Ja, ein bisschen. Macht der gute Marcello auch? Ja. Aber bei ihm musst du es verstehen. Er ist alt, hat nicht mehr so die guten Augen. Vor allem statt sich zu wundern, warum da irgendwie der Satz nicht zusammenpasst und nachzulesen. Ja, nee. Voll dagegen, super. Das war knapp. Oh, nerv mich nicht.
Oh. Das war knapp. Und tschüss. Jetzt kriege ich die Truhe auch endlich. Ja, aber ich habe ja schon öfters so... dass ich dann den Satz lese und denke mir so... Hä? Das passt gar nicht. Nochmal lesen. Nur dann lese ich den fünfmal und es passt immer noch nicht. Eine Totenkopfkette, sehr schön. Gut ausgewichen, ja. Mehr Glück als Verstand. Das ist bei mir in der Tagesordnung. Wie spät haben wir? 13:30 Uhr. Rio, kannst du dir das vorstellen? Ich kann schon wieder heute nicht so lang. Ich habe schon wieder einen Termin abends. Und wieder um dieselbe Uhrzeit. Mensch, immer dieses Real Life. Furchtbar. Oh nein, tragisch. Sehr tragisch. Vor allen Dingen kann ich darauf wetten, dass du heute Abend wieder streamst und ich schon wieder nicht dabei sein kann. Also ich könnte es ja vom Handy aus gucken, aber ich glaube, dann hätte ich so ein paar Leute, die mich ganz komisch angucken. Tja. So, einmal die große Wirbelattacke, mein Freund. Vielleicht kennen die mich ja auch. Ich glaube, das ist sehr unwahrscheinlich. Außer du hast Leute, die dir zugucken, die so an die 40 sind. Das gute Präludien. Ja. Nun, Meister Link, wie wär's mit deinem... nein, danke. Ja, doch, du kannst noch mehr. Einmal hier. Gut. Mir scheint, die Zeit ist nunmehr reif, dir über diese Wappen zu erzählen. Die Ritterwappen erstreitet man nicht nur durch Stärke. Nur wer zudem noch Wissen und Mut zu seinen Tugenden zählt, vermag sie zu erringen und erweist sich als Ritter würdig. Es gibt auch Leute mit 52, just saying. Ja, das ist so ein Schützending, wo ich hingehe und ja, die sind eher da, um das Schützenfest da zu haben. Also es ist kein Schützenfest, das ist eher so ein Krönungsball. Und die sind dann eher für den Krönungsball da. Und wenn ich dann da während den Ehrungen deinen Stream gucke, kommt das, glaube ich, komisch. Oh, wer zudem noch Wissen und Mut zu seinen Tugenden zählt, vermag sie zu erringen und erweist sich als Ritter würdig. Und demjenigen, dem es gelingt, 10 Stück von ihnen zu sammeln, wird die Gabe zuteil, die ultimative Schwerttechnik erlernen zu können. Das Schlimmste, was Nintendo machen könnte, Super Mario Battle Royale.